Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch, wie wir Sternzeichen Waage zeichnen können. Bevor wir anfangen, solltet ihr so eure Größe bestimmen. Und ich habe mich auf quadratische Format spezialisiert. Es könnte auch länglich sein. Und dann diese Größe auf unsere Papier dann erstmal vorzeichnen. Und danach ungefähr, wie wird unsere Komposition aussehen. Bei Waage haben wir Symbol, der Waage sieht so aus, das ist dann praktisch eine Linie. Dann haben wir oben ein fast, das ist so Kreis, aber noch nicht so ganz geschlossen. Und dann geht die Linie raus und unten haben wir einen Strich. So sieht das der Element von Sternzeichen Waage aus. Und Waage, sagte sie für sich, das sind so zwei Schalen. Und die würde ich hier einfach so eindeuten. Das ist der Element. Und hier nur so ein bisschen, vielleicht hier kommt eine und die andere daneben. So eine Höhe, eine Tiefe. Mehr müssen wir nicht vorzeichnen. Der Rest macht die Farbe für uns. Wir zeichnen unsere Kontur mit einer Acrylfarbe. Der Vorteil von Acrylfarbe ist, wenn sie trocknet, dann verwischt sie das nicht. So können wir das ruhig ausmalen und die schwarze Farbe läuft nicht in das Bild. Und hier beginnt die Zauberei. Wir machen nur auf die obere Linie ein bisschen Farbe. Hier ein bisschen dicker, da ein bisschen dünner. Und auf andere, das ist jetzt, hier habe ich die Striche so gemacht, aber jetzt würde ich einen Strich ein bisschen anderes machen. Wie gesagt, das werdet ihr sehen auch, wie es das für euch besser ist. Und danach könnt ihr die Farbe mit Strohhalm oder einfach so mit euren Luft, mit euren Mund pusten. Ich mache das mit Mund, weil da sind die Linien ein bisschen feiner. Aber ihr könnt beides ausprobieren. Und einfach, wenn ich nach oben puste, dann gehen die puste Linien nach oben, aber bei Waagenschalen wollte ich das mehr nach unten machen. Deswegen puste ich von oben nach unten und dann gucken wir, was passiert. Hier nicht zu viel weggeflossen, das heißt, das war zu wenig Farbe. Ich würde noch ein bisschen Farbe dazugeben. Hier vielleicht ein bisschen und da ein bisschen. Und dann puste ich jetzt mit Strohhalm, damit ihr beide so Sachen seht. Mal gucken, ob das besser funktioniert. Ja. So, ruhig experimentieren. Und mal vielleicht ein bisschen mehr Farbe nehmen. Und hier puste ich jetzt auch nochmal so. So. Jetzt bin ich mit meinen Vorzeichen, das ist fast so zwei chinesischen Sternzeichen entstanden. Übrigens ist auch so mein Dara-Künstlername entstanden. Das habe ich mit meinen Sternzeichen angefangen, weil ich chinesische Sternzeichen einfach mag und chinesische Kultur auch. Und jetzt sehen wir diese zwei Linien und praktisch aus diesen zwei Linien machen wir zwei Schalen. Das ist, ich ziehe diese Linie von dieser Ecke nach unten. Und andere auch in andere Richtung. Und so habe ich schon meine Schale. Die Tusche, so diese Acrylmalerei, hat für mich die Arbeit gemacht. Bei anderer Seite mache ich das auch. Und hier ziehe ich die Linie von dieser Seite nach unten und hier da. Und hier seht ihr, dann sieht das dann, so hier kann ich das auch gerade machen. Hier sind noch ein paar Elemente entstanden. Die sollten euch gar nicht stören. Ich puste das noch mehr in die Richtung und dann entsteht noch was anderes und das ist immer macht unsere Zeichnung interessanter. Zum Beispiel hier kann ich sagen, okay, ich mache meine Schalen ein bisschen anderes, dass ich dann hier das so vervollständige und hier nehme ich die Farbe und mache hier auch ein Beinchen. Und so sind die Schalen dann nicht so rund, sondern haben eine andere Form. Ja, es ist alles möglich. Wenn ihr wollt, könnte man das auch zuschließen. Wie gesagt, hier ist eure Fantasie nachgefragt. Wir haben ungefähr das gleiche Schalen. Und was ich auch mag, ich mache immer so ein bisschen hier Abrundung, dass die Schale so ein bisschen offen ist. Das ist dann so ein bisschen abstrakt und gleichzeitig ein bisschen realistisch bei beiden Seiten. So Ecken ein bisschen abrunden. Und dann zeichne ich jetzt mein Element mit der Pinsel. Einfach die Linie so gerade ziehen
hier die Pinsel so ein bisschen drehen und ohne Druck oben ziehen und dann wieder ein bisschen mit Druck, dann ist die Linie dicker, zur anderen Seite ziehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr eine oder andere Seite ein bisschen dicker machen. Dann in der Grafik ist das schön, wenn wir verschiedene Dicken von Linien haben und dann ein bisschen mehr Farbe auf Pinsel nehmen und einen geraden Strich einfach lang ziehen. Wenn der Strich am Anfang nicht so gerade ist, das ist überhaupt kein Problem. Das ist alles Handarbeit und Hand dürfte auch ein bisschen zittern. Das ist die Schöne daran. Jedes Bild ist ein Unikat. Und dann, das ist praktisch, wenn wir das so komplett sehen, das ist unsere Waage, dieser obere Teil von Waage und die Schalen, die Faden ziehe ich dann praktisch zu der Waage und ich mache mit meiner Spitze zwei ganz dünne Linien, ganz zart und die sollten nicht so bis nach unten so ganz lang sein, sondern es könnte so, wie es passt halt. Ja, das ist von hier nach da eine, der Richtung ist angegeben, so eine. Dann hier eine und in die Mitte davon, hintere Seite, könnte auch noch eine sein. Und hier ist das Gleiche, von Ecke nach da kann man so ziehen, hier eine ziehen und dann von unten eine. Und so ist unsere Zeichnung fertig, dann signieren wir das noch. Ihr guckt, wo der Platz für Signieren ist. In diesem Bild würde ich das hier oben links signieren und übrigens ein bisschen später, weil jetzt, wenn ich die Hand da mache und signiere, verwischt ich das ganze Farbe. Deswegen in diesem Fall werde ich das später signieren, aber hier würde ich noch eine Linie weiterziehen. Und die wollte ich auch nach unten ziehen. So ist meine Zeichnung fertig. Und nach dem Trocknen, ihr solltet das trocknen lassen und dann arbeiten wir mit Aquarellfarbe weiter. Und nach dem Trocknen geht es weiter. Wir haben Vorzeichnung ein bisschen mit dem Bleistift gemacht und ich sehe jetzt bei meinem Bild, hier ist ein Strich von Bleistift geblieben. Das kann ich wegradieren und wichtig, dass wir das die Reste von Radiergummi nicht mit dem Hand abwischen, sondern mit Küchenrollen, weil unsere Hand so ein bisschen Fett in sich hat. So ist unser Bild bereit für die Aquarellfarbe. Sternzeichen Waage ist das ein Luftzeichnen und dafür verwenden wir wieder kalte Farben, drei verschiedene blauen Töne, die ich ausgesucht habe. Das ist einmal Kobaltblau, das ist die hellste Farbe. So, ich empfehle euch immer die Probe von Farben machen, damit ihr weiß, okay, diese Farbe sieht so aus, diese ein bisschen anderes. Das ist Ultramarinblau. Und wenn wir Aquarellfarbe mit Wasser vermischen, dann wird die Farbe heller, heller. Und zum Beispiel, wenn wir richtig intensiv Farbe nehmen, so viel Farbe, weniger Wasser, dann ist die Farbe dunkler. Schaut mal, so könnte man auch schöne Effekte machen, dass die Farbe reinfließt von dunkel zu hell. Und die Phthaloblau, das ist die dunkelste Blau, was ich ausgesucht habe. Es gibt noch einen Ton, der noch dunkler ist, aber hier brauchen wir das nicht. Und wenn ich, wie gesagt, viel Farbe nehme, weniger Wasser, dann ist das ziemlich dunkler. Abwaschen, mit Wasser verbinden und dann rausziehen. Dann haben wir tolle Übergänge von dunkel zu hell. Und diese Farbe hat auch sehr, sehr starke Intensität. Und so könnte man die Ränder dann noch betonen, dass das, wenn man wollte, dass das auch dunkler wird. Wir fangen von hell nach dunkel und hier würde ich sagen, ich würde jetzt nicht mit Licht und Schatten arbeiten, ich würde dann einfach loslegen nach Lust und Laune, aber Regeln bleiben immer von hell zu dunkel. Die hellste Farbe ist hellblau und da würde ich sagen, so hier wollte ich das mit Kobaltblau anfangen. Und eventuell hier diese Stelle auch mit Kobaltblau anmalen. Erstmal wirklich dunkel und dann Pinsel abwaschen, ein bisschen abtrocknen und mit Wasser nach unten ziehen. Dann entsteht ein schöner Übergang. Dazwischen können wir ein bisschen weiß lassen. Dann ist das auch, schimmert weiß von unten ganz schön. Das ist diese schöne in Aquarellmalerei. Dann nehmen wir ein bisschen dunklere Farbe. Das ist die Ultramarin. Und dann machen wir daneben so hier so die dunklere Farbe. Hier würde ich wirklich hier alles weiß lassen und nur diese Stelle noch anmalen.
und dann wieder Pinsel abtrocknen, nach unten ziehen und dann das Ganze von hell zu dunkel vermalen. Wie wir sehen, das ist der Unterschied zwischen Kobaltblau und Ultramarinblau ziemlich minimal. Und hier mache ich eine Farbe, die richtig dunkler ist. Und es geht so ein bisschen in andere Blauton. Das mache ich dann auch hier so richtig dunkel. Dann abwaschen, abtrocknen und hier ein bisschen hell ziehen. Und wie ihr seht, das ist ein bisschen andere Blauton. Die Farbe springt so schön. Und wie ihr seht, wenn ich dann so ein bisschen weiß lasse, dann schimmert das von unten ganz schön. Das ist schöne Effekte. Ich würde diese Ecke auch mit diesem Ton einmalen, aber ganz, ganz transparent mit leuchtendem Blau, damit der Verbindung da entsteht. Und hier in innere Seite der Schale mache ich ganz wenig von Hellblau, damit diese dreidimensionale bisschen entsteht, damit die Schalen bisschen Form kriegen. Das ist aus der Nähe, sieht man das ganz gut. Und wie gesagt, ihr könntet dann weiter experimentieren. Hier sehe ich, dass ich mein Bild nicht signiert habe. Jetzt kann ich das wieder nicht signieren, weil ich habe das, wenn ich das hier signiere, dann verwische sich. Wie gesagt, ihr müsst immer von oben nach unten einfangen. Hier würde ich Signatur nicht machen, das mache ich später da. Aber ihr könnt selber entscheiden, wo das kommt. Meistens kommt das da, wo die meiste leere Stelle ist. Und in diesem Fall wäre das hier. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend oder Nachmittag und bis zum nächsten Mal, eure Albina.